Ich habe hier eine E-Mail-Anfrage, da schildert mir ein Internet-User sein Zahnleid und sagt auch, er hat das Gefühl, er wird von einem Arzt zum anderen hin und her überwiesen und irgendwie geht es da um Geldmache und ob das so sein kann. Vorweg, ich kann natürlich nichts über diesen einen Fall speziell sagen, weil ich war ja nicht dabei, aber ich kann etwas aus der Praxis heraus erzählen. Dass Patienten hin und her überwiesen werden, ist nichts Neues. Das heißt, ich nehme jetzt nur die Zahnmedizin, wobei man findet das natürlich in allen Sparten. Ich bin oraler Chirurg, ich implantiere nur und dann schicke ich dir halt hin und wieder einen Patienten für eine Wurzelbehandlung. Dafür bekomme ich von dir wieder einen Implantatfall oder ich schicke dir den für ein Krönchen und und. Man baut sich im Laufe seiner Karriere so Zuweisernetzwerke Netzwerke auf. Das Problem an diesen Zuweisernetzwerken und wieso wir das nicht gemacht haben, ist, dass man ja nie objektiv darüber reden kann, wenn zum Beispiel die Arbeit einmal nicht so gut ist. Was passiert, wenn ich zum Beispiel als Implantologe dem Prothetiker zwei, dreimal eine Arbeit zurückschicke, dass ich sage, du eigentlich, das sollte ich jetzt noch nicht implantieren, weil die Brücke ist undicht und der hat dort Entzündungen. Gemacht bitte die Brücke neu und dann implantiere ich. Na, was glauben Sie, wie häufig wird mir dann dieser Kollege noch Implantate schicken? Ich habe das selber als Jungarzt ein paar Mal erlebt, wo ich versucht habe, in Dialog zu treten mit den Zuweisern, aber de facto ist man nicht daran interessiert, das zu korrigieren, sondern es geht mehr, das Ganze unter den Tisch kehren und jeder macht dann sein Ding. Und der Patient bleibt dann im Endeffekt übrig. Das wird natürlich nie so deutlich ausgesprochen. Das ist auch ein Problem der gesamten Medizin. Der Arzt steht natürlich in einem extremen Spannungsfeld, denn er verdient sein Geld mit Krankheit, nicht damit, dass er das einmal gut löst. Ich sage in vielen Videos, dass ich jetzt mit vollen Hosen leicht spucken habe, weil ich noch zu einer Zeit groß wurde, wo ich den Pfusch der damaligen Generationen aufarbeiten darf, wo ich jetzt übers Internet aufklären darf, dass schlechte Zähne ein Irrglaube sind. Zu dem Thema finden sich viele Videos. Mir geht es also noch gut, aber wie werden das die nächsten Generationen machen? Wir haben das Zahnproblem seit gut 100 Jahren gelöst. Wie werden das die nächsten Generationen machen, wenn dann die Menschen gut aufgeklärt sind, wenn den Kindern gut geputzt wird? Wie wird das gehen? Und das ist ein Thema, dem sollten wir uns zuwenden. Und man sollte offen darüber reden, dass dieses Zuweiserprinzip in der Praxis gang und gäbe ist. Leider Gottes wird darüber seitens der Ärztekammern, seitens der Krankenversicherungen und, oder seitens derer, die in diesem Komplex leben, nicht offen kommuniziert oder geredet. Wir haben das Problem so gelöst oder weil ich eben merkte, dass es keinen Sinn macht, sich nur für orale Chirurgie zu spezialisieren. Wir haben uns zusammengeschlossen zu einer Gemeinschaftspraxis, wo die Joana macht die Paro-Endo, die Diana die Konservierende, ich mache die orale Chirurgie, Implantologie. Die Prothetik können wir alle auf dem gleichen Standard. Da ist vor allem die gute Kooperation mit der Zahntechnik wichtig. Und wenn dann einmal da etwas nicht so hinhaut, ist es natürlich viel einfacher, hingehen zu einer Joana, Diana, sagen, du pass auf, schaut, das ist nicht so leiwand, weil wir ja wissen, dass wenn der Patient unsere Türen verlässt, denn der Poté fällt das auf uns zurück. Das heißt, das Verständnis und die Bereitschaft, es zu korrigieren, ist viel höher. Und darin liegt auch der Vorteil von so Gemeinschaftsordinationen, wo also wirklich die verschiedenen Fachbereiche auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Wichtig ist auf Augenhöhe, weil natürlich gibt es Ordinationen, da ist einer, der gibt den Ton an, zum Beispiel ein Prothetiker und hält sich nebenbei ein paar Endodontologen oder eine Implantatakademie und die halten sich nebenbei einen Parodontologen. Wichtig ist ein Konzept, wo alle miteinander, alle Fachbereiche miteinander auf Augenhöhe arbeiten und da hat man als Patient die besten Chancen, nicht hin und her geschickt zu werden und sehr klar und deutlich aufgeklärt zu werden. Was können Sie als Patient tun, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie so hin und her überwiesen werden? Lassen Sie sich immer alles schriftlich geben, Befunde, Diagnosen schriftlich. Dann können Sie uns das zu Hause einmal besser vergleichen und holen Sie sich mehrere Meinungen ein, schriftlich. In diesem Sinne alles Liebe.